Und ein häufiges Problem ist eben dann so ein konsumistisch orientiertes Beziehungsmuster bei den Patienten beziehungsweise bei den Menschen, sage ich jetzt mal, untereinander, bei den untereinander, aber auch bei den Behandlern. Die Behandler stellen dann leicht mal Medikamente zur Verfügung, ohne sich auf den gesamten Menschen zu beziehen. Dann schauen wir mal zur männlichen Identität. Die männliche Identität ist von Angst und Unsicherheit geprägt. Das ist so ein Grundproblem der Männlichkeit. In der Pubertät kommt es zum sogenannten Phallozentrismus und die Bedeutung der männlichen Potenz tritt in den Vordergrund und damit natürlich auch die Angst vor dem Verlust der sexuellen Funktionen. Früher in der Psychoanalyse nannte man es Kastrationsangst. Es ist aber ein viel weiteres Feld. Das sexuelle Funktionieren ist allerdings kein Automatismus und verträgt überhaupt keinen Stress. Ein weiteres Problem bei der Unsicherheit ist dann eben der Abfluss der sexuellen Motivation in die internetgestützte Autoerotik. Und dann können Probleme beim Aufbau von wirklichen, realen Beziehungen zum Vorschein kommen. Problematisch ist, wenn das eigene Leben auf den größtmöglichen Eigennutzen auch bei der Sexualität ausgerichtet ist. Dann die nächste Problematik ist Versagensangst und Leistungsdruck. Da ist der Mann an sich auch gefährdet. Es ist auch der bedeutsamste Faktor bei sexuellen Funktionsstörungen. Und die Leistungsbezogenheit der männlichen Sexualität nimmt seit Jahren eher zu und wird dadurch natürlich auch vermehrt störanfällig. Pornografie hat hier einen großen Einfluss und auch die immer verfügbaren Medikamente. Also man muss praktisch funktionieren, weil es ja Medikamente für Funktionsprobleme gibt. Auch hier sind wieder junge Männer häufig betroffen, die eben ihre erste soziosexuelle Beziehung haben, das vorher alles mit dem Internet ausgemacht haben. Die kriegen dann gerne mal Angst. Dann ist noch bei der männlichen Identität wichtig die sexuellen Präferenzbesonderheiten und die kompensatorische Sexualität. Über 40% der Männer weisen nämlich eine Präferenzbesonderheit auf. Da kommt es auch noch darauf an, wen man fragt, wie die Umfragen gestaltet sind. Wahrscheinlich eher noch mehrere. Diese 40% stammen aus einer bevölkerungsbasierten Stichprobe. Dann nutzen Männer auch gerne die Sexualität zur Kompensation von negativen Gefühlen, quasi als Emotionsregulation. Und auch hier gewinnt die Autoerotik dann die große Bedeutung. Und es wird wieder zum Problem, das in der Realität umzusetzen, wo es eigentlich um gegenseitige Ergänzung geht und der andere vielleicht in dem Moment gar keine Lust hat und der andere möchte, um seine Emotionen zu regulieren, dann gerne Sex haben. Versteht man denn unter Präferenz besonders? Einfach Besonderheiten. Also mit denen man erregt werden kann. Von Flanellhemden über alles Mögliche, also bis zum Fetisch oder also ganz unterschiedliche Sachen. Und das können schon Kleinigkeiten sein. Eine Präferenzbesonderheit ist eher nicht, also ist überhaupt nicht als Störung zu definieren. Eine Störung ist eine Präferenzstörung. Das bedeutet, dass zum Beispiel beim Fetischismus, dass eine sexuelle Handlung überhaupt nicht ohne den Fetisch funktioniert. Bei einer Präferenzstörung funktioniert halt besonders gut, wenn zum Beispiel der Fetisch dabei ist. Oder bestimmte Techniken, Stellungen, Vorstellungen in der Fantasie, dass
man besonders erregt wird, wenn man sich irgendwelche Situationen vorstellt, Öffentlichkeit, Strand, was auch immer. Wenig sprechen drüber, es ist wenig bekannt in der Öffentlichkeit, aber das ist völlig normal, so eine Präferenzbesonderheit zu haben. Und das sollte man sich auch eingestehen. Es kommt dann später nochmal bei den Störungen, dass dieses Nicht-Eingestehen von solchen Präferenzbesonderheiten oft zu Problemen führen kann. Dann kann man wahrscheinlich schlecht lesen. Die Sexualmythen nach Silbergeld, das ist nur eine Auswahl, nur mal zum Sehen. Es mag jetzt sich lustig anhören, aber es ist für viele Männer Fakt. Also zum Beispiel, wir fühlen uns immer wohl beim Sex. Jede Berührung ist sexuell oder sollte zumindest zu Sex führen. Männer können und wollen jederzeit. Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. Es geht immer um den Penis. All diese Dinge sind Mythen. Viele Störungen gründen sich aber auf solche Mythen. Dann spielt das Alter bei der sexuellen Funktion natürlich auch eine große Rolle. Es kommt langsam zu einer hormonellen Umstellung mit Rückgang des freien Testosterons und die sexuellen Funktionen werden störanfälliger. Die Erektionen werden schwächer, es kommt zu einer längeren Plateauphase. Die Ejakulation ist zum Teil dann auch besser kontrollierbar, zum Teil auch verzögert. Der Orgasmus ist weniger intensiv, die Ejakulatmenge nimmt ab, die Muskelkontraktionen werden schwächer, die Rückbildungsphase ist rascher, die nächtlichen Erektionen nehmen ab und die entscheidende Rolle im Alter ist die Beziehungsqualität und die erotische Gesamtsituation und auch der Grad der Vertrautheit. Und ein immer noch gültiges Zitat von Masters und Johnson, zwar von 66, ist Use it or lose it. Das gilt heute auch noch. Was heißt längere Plateauphase? Ich komme gleich zu der Grafik von dem sexuellen Reaktionszyklus. Den habe ich hier mal. Die Erregung beim Mann folgt einem sexuellen Reaktionszyklus. Es geht los mit der Appetenzphase, dann kommt die Erregungsphase und die Erregung steigt hier an. Hier ist die Plateauphase, die bleibt dann eine gewisse Zeit auf einem Niveau und steigt dann nochmal ganz schnell an. Dann kommt es zum Orgasmus und danach kommt es wieder zur Entspannungsphase. Und die Plateauphase beim älteren Herrn verlängert sich. Also der Orgasmus findet später statt als vielleicht zu früherer Zeit. Kann man das für Masturbation? Nein. Nein, man kann damit seine Zufriedenheit erhöhen, aber den Wert nicht. Also nur über die Umwege, dass man sich dann besser fühlt und zufriedener ist. Weil Depressionen zum Beispiel auch einen Einfluss auf den Testosteron. Komme ich später auch noch dazu. Aber durch Masturbation kann man den Testosteronspiegel nicht erhöhen. Also das sind eben die Phasen. Und die Störungen, die ich dann besprechen möchte, sind eben die Appetenzstörungen, also die Lustproblematik hier in der ersten Phase, dann die Erektionsstörungen und dann noch die Orgasmusstörungen. Die Häufigkeiten sind altersbezogen. Alle Häufigkeiten können über das ganze Leben bestehen. Hier ist leider nur eine Grafik bis 60. Man sieht, dass zum Beispiel die Erektionsstörungen im Alter ansteigen. Die Appetenzstörungen, hier Libidomangel, steigen auch mit dem Alter an. Die Hoffnung besteht dann, dass die Versagensängste zumindest mit steigendem Alter weniger werden.
Und die vorzeitige Ejakulation, die eben auch sehr häufig ist, die schwimmt so durch die Zeiten, ist aber bei jungen Männern eher häufiger. Hier ist mal die medizinische Klassifikation der sexuellen Funktionsstörungen. Will ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Wir kümmern uns um die F52.2, das Versagen genitaler Versagen genitaler Reaktionen, die Orgasmusstörungen, wie gehemmter Orgasmus und vorzeitiger Orgasmus und die Appetenzstörungen, den Mangel von sexuellem Verlangen. Bei diesen Funktionsstörungen gibt es eben, wie man es hier schon sieht, eine strenge Klassifikation. Es müssen nämlich bestimmte Diagnosekriterien erfüllt sein, damit das Problem des Menschen überhaupt als Störung gilt. Und zwar ist das Kriterium A die anhaltende oder wiederkehrende Symptomatik. Das Kriterium B ist, die Symptomatik muss über mindestens 6 Monate bestehen. Es ist ganz wichtig, dass es was Dauerhaftes ist und dass man sich nicht schon nach einem einmaligen problematischen Sex Sorgen macht. Kriterium C, die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden. Das ist eben auch ganz wichtig, denn ohne Leidensdruck kann eine Funktion völlig ausgefallen sein, dann ist es keine Störung. Also wenn einen der Verlust der sexuellen Lust nicht stört, ist alles gut. Kein behandlungsbedürftiges Störungsbild. Und die Funktionsstörungen sollten nicht durch eine andere seelische Erkrankung, durch Suchtmittel, Medikamente oder medizinische, körperliche Krankheitsfaktoren verursacht sein. Ja? Ja. Also es kann die Libido vermindern, also die Lust vermindern. Es kann den Orgasmus verzögern, solche Probleme. Also generell viele Neuroleptika wirken sich auf die sexuellen Funktionen aus. Komme ich aber auch nicht dazu. Dann teilen sich die sexuellen Funktionsstörungen in verschiedene Subtypen ein. Das ist eben auch ganz wichtig und auch gerade in der Sexualmedizin, dass man danach fragt, besteht ein Problem schon von Beginn an, also von Beginn der sexuellen Tätigkeit, oder war es früher mal anders, besser und hat sich eingeschlichen? Also die Unterscheidung in primär und sekundär und die Unterscheidung in generalisiert. Es ist in jeder Situation ohne Unterscheidung von Stimulationsarten oder nicht partnerbezogen tritt das Problem auf. Und bei der situativen Störung tritt das Problem nur in einer speziellen Situation auf und in einer anderen Situation eben nicht. Es gibt keine anerkannte, auf alle Symptombilder anwendbare Theorie der Verursachung. Und die Verursachung ist immer multifaktoriell. Es spielt der Partner eine Rolle, sexuelle Probleme des Partners oder der Gesundheitszustand des Partners. Es spielt immer die Beziehung eine Rolle. Die Kommunikation in der Beziehung kann gestört sein. Es kann auch ein sogenanntes Appetenzgefälle da sein, also eine Diskrepanz im sexuellen Verlangen. Es gibt individuelle Vulnerabilitätsfaktoren, negatives Körperbild, sexueller oder emotionaler Missbrauch, zusätzliche psychische Störungen, andere Stressoren wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Trauer. Dann spielen natürlich kulturelle und religiöse Einflüsse eine große Rolle und eben medizinische Einflussfaktoren auch. Die Verursachung ist unspezifisch und es ist immer ein Zusammenspiel zwischen biologischen und psychosozialen Faktoren.
hier ist die... ein duale Verursachungsmodell sexueller Funktionsstörungen. Es gibt die Ebene der tiefer liegenden Ursachen und die Ebene der unmittelbaren Ursachen. Man muss jetzt gar nicht alles durchlesen, man sieht, alles bedingt einander und am Schluss kommt die sexuelle Funktionsstörung raus. Zum Beispiel kann eine restriktive Erziehung kann zu Versagensangst führen. Die Versagensangst führt dann wieder zu vermehrter Selbstbeobachtung und übermäßiger Kontrolle. Dadurch können wieder Kommunikationsprobleme auftreten. Und alle diese Faktoren können in einer sexuellen Funktionsstörung münden. So, dann geht es jetzt zu den Störungen im Einzelnen. Da fangen wir mal mit den Appetenzstörungen an. Störungen der Appetenz bedeutet ein Mangel oder Verlust des sexuellen Verlangens, der nicht auf anderen sexuellen Schwierigkeiten wie Dyspareunie, das bedeutet Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, oder Erektionsstörungen beruht. Dieser Appetenzmangel, landläufig sagt man Libidomangel, der schließt Befriedigung und Erregung nicht aus, sondern es geht nur darum, dass Sexualität seltener initiiert wird. Davon abzugrenzen ist die sexuelle Aversion. Da erzeugt die Vorstellung einer sexuellen Aktivität so viel Angst und negative Gefühle, dass sexuelle Handlungen aktiv vermieden werden. Die Appetenzstörungen haben in letzter Zeit zugenommen. Die Prävalenz ist ca. 15-25% der Männer. Über 50, sicher über 20%. Und jetzt ist das Problem der eigentlich gut gemeinten Therapiemöglichkeiten, dass durch die Therapie der Erektionsstörung zum Beispiel diese Appetenzstörung erst zum Vorschein kommt. Früher konnte man sich darauf zurückziehen. Bin ja impotent, jetzt wäre man mit Medikamenten potent, hat aber trotzdem keine Lust. Die Appetenzstörungen sind sehr heterogen und vor allen Dingen gibt es auch keinen Standard für den Normalbereich der Appetenz. Also keiner schreibt einem vor, wie oft, wie sehr man in welchen Situationen Lust haben muss. Solange es einen selber nicht belastet oder die Partnerschaft belastet, ist es kein Problem. Hier sieht man eben wieder die besondere Bedeutung von dem Zusammenspiel von psychischen, somatischen und interpersonellen Faktoren. Und es gibt auch hier wieder viele Einflussfaktoren, eben der Partner, die Beziehung, alles, was vorher schon im Allgemeinen erwähnt wurde, individuelle Problematik, gerade Stress und Traumatisierungen können Appetenzstörungen verursachen. Also ähnlich wie die allgemeinen Probleme. Bei jungen Männern bis 45 ist eine organische, also ist insgesamt eine Appetenzstörung selten das Hauptproblem. Die Appetenzstörung beruht meist auf einer Störung des Orgasmus oder der Erektion. Die Lust an sich ist im jungen Alter relativ robust. Wenn die Lust das Hauptproblem ist, dann sind bei jungen Leuten oft Präferenzbesonderheiten da, die eben nicht wirklich integriert sind, eben durch Fantasien oder Bewusstmachen. Oft sind es massive Sexualängste. Und oft auch sexuelle Orientierungskonflikte, insbesondere so eine Coming-out-Problematik kann dahinter stecken bei Jüngeren oder auch bei Älteren. Dann ältere Männer haben häufiger Appetenzstörungen, gestehen sich die aber seltener ein. Die verstecken sich gerne hinter organischen Problemen. Keine Lust zu haben passt nicht ins Selbstkonzept. Und dann hat man lieber ein körperliches Problem, als zuzugeben, keine Lust zu haben.
Dann kommen wir zu den psychischen und paarbezogenen Ursachen, altersunabhängig. Das sind eben die sexuellen Traumatisierungen, viele soziale Faktoren, Arbeitslosigkeit, nachlassende Leistungsfähigkeit, Verlust an Lebensinteresse und Depressionen sind häufige Ursachen für Probleme mit der Lust. Dann die organischen Ursachen. Gerade in der Ganz kurz nochmal in diesen allgemeinen Appetenzstörungen altersbedingt zurückkommen. Ja. Also für mich wäre das jetzt eine ausschleichende Appetenzstörung im Alter jetzt eher biologisch normal. Bin ich da falsch? Oder? Dann ist es kein, ich komme jetzt zu den organischen Ursachen. Okay. Eben, dass der Testosteronspiegel im Alter sinkt. Kommen wir noch dazu. Und damit auch die Lust weniger wird, das ist natürlich ist es normal. Und je nach Mensch empfindet man diesen langsamen Rückgang der Lust, dass es eben nicht mehr so ist wie mit 18, belastend oder kann es eben akzeptieren, dass es so ist. Also es gibt eben jetzt bei den organischen Ursachen am häufigsten dieses mäßige Testosterondefizit, am häufigsten in der zweiten Lebenshälfte. Das freie Testosteron wird weniger, der morgendliche Testosteronanstieg wird weniger und diese typischen Altersprobleme, die können aber auch bei normalen Gesamttestosteronspiegeln möglich sein. Und deswegen ist die Sexualmedizin ganz wichtig, dass man vielleicht den Menschen so ein bisschen mit sich wieder mehr in Einklang bringt. Viele kommen mit der Problematik so, ich habe nicht mehr ausreichend Lust für meine Partnerin oder Partner, der eine 80, der andere 30. Das mag schon sein, dass da eine Diskrepanz entsteht. Aber dass der Alte physiologisch nicht mehr so viel Lust hat, das ist diesem Alten unter Umständen gar nicht bewusst und er problematisiert das. Da wäre es immer sinnvoll, dass das Paar bezogen oder auch psychisch mal abzuklären, was ist denn überhaupt das Problem mit der wenigen Lust? Und nicht gleich mit einem Testosterongel dazustehen. Ein gravierender Testosteronmangel, sogenannter Hypogonadismus, kann bei intrakraniellen Erkrankungen, bei Tumoren, bei Hodenschäden, nach Verletzungen, Chemotherapie, Entzündungen oder genetisch auftreten. Und auch chronische Krankheiten wie chronisches Nierenversagen, schwere Leberschäden, Schilddrüsen-Nierenfunktionsstörungen, Diabetes ganz vorne kann den Testosteronspiegel senken. Dann auch Suchtstoffe und verschiedene Pharmaka und auch psychiatrische Störungen können Appetenzstörungen verursachen in 90%. Bei Depressionen sind zusätzliche Appetenzstörungen da, gerade weil es insgesamt Antriebsstörungen sind bei Depressionen häufig. Warum soll es da anders sein? Und Angststörungen sind auch eine häufige Ursache von Appetenzstörungen. Um jetzt nochmal zum Testosteronspiegel zurückzukommen, je nach Individuum kann man auch mit einem niedrigen Testosteronspiegel weiter Lust haben und eine befriedigende Sexualität haben. Da ist dieses Schlagwort use it or lose it ganz wichtig. Wenn jemand zeitlebens sexuell aktiv war und Lust dran hatte, spielt der Testosteronspiegel an sich nämlich gar keine so große Rolle. Wenn man akzeptieren kann, dass sich im Alter halt Sachen ändern, ist keine Störung da in dem Sinne. Es gibt eine Rückfrage aus dem Stream und zwar zum Thema Medikamenteneinfluss, insbesondere Beta-Blocker. Die sind in erster Linie auf die Erektion wirksam. Da komme ich später auch noch drauf. Also bei den Erektionsstörungen spielen die eine ganz große Rolle. Dann
somatische Therapieoptionen. Man sollte erstmal die Grundkrankheiten behandeln, die wir ja schon gehört haben. Und der Behandler sollte auch immer sehen, dass man interdisziplinär zusammenarbeitet. Der Hausarzt zum Beispiel mit dem Diabetologen, mit dem Ernährungstherapeuten, dem Urologen und dem Sexualmediziner, weil alles eben zusammenwirkt. Dann kann man Testosteron natürlich substituieren. Es hat eine relativ hohe therapeutische Sicherheit. Kontraindikationen sind eigentlich nur das Prostatakarzinom, Brustkrebs beim Mann, bestimmte kardiale, da habe ich Tippfehler, und hämatologische Erkrankungen. Wichtig wäre natürlich zuallererst die Lifestyle-Modifikation durch einen gesunden Lebensstil, mehr Bewegung, mehr Sport, vernünftige Ernährung, erhöht sich der Testosteronspiegel nämlich auch. Und eben bei der Behandlung der Grundkrankheiten, wenn man Depressionen behandelt, da dann auch wieder eine positivere Gestimmtheit auftritt, man sich dadurch vielleicht mehr bewegt, bessert sich auch der Testosteronspiegel und auch die Lust. Es hängt alles miteinander zusammen. Dann der psychosoziale Schwerpunkt der Therapieoptionen. In der Sexualmedizin finden die Potenzprobleme erst in letzter Zeit Beachtung. Es ist eine große Heterogenität da. Es gibt, wie schon erwähnt, keine Orientierungsnormen. Und deswegen muss man flexibel und individualisiert vorgehen. Für den Partner hat eine Luststörung oft ein hohes Kränkungspotenzial. Da können sich auch Partnerschaftskonflikte entwickeln. Und es geht um die Fokussierung auf die Grundbedürfnisse, insbesondere die Akzeptanz, das Wahrgenommen und angenommen werden. Dann ist es auch ganz wichtig, immer die Fantasieebene zu beachten. Auf was besteht denn Lust oder keine Lust? Bevor man generalisiert sagt, ich habe keine Lust auf Sex, kann man vielleicht unterscheiden. Auf was habe ich denn wirklich keine Lust? Auf was hätte ich denn Lust? Was wäre möglich? Dass man ein bisschen auf die Ressourcen eingeht und auch hier soweit möglich die Präferenzbesonderheiten integriert. Gibt es jetzt zu den Appetenzgeschichten noch Fragen? Kurz. Ja, es ist also schon mindestens eine Sitzung. Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, um was es geht beim Problem, aber dass gerade eine sexualmedizinische Behandlung, das ist eigentlich das, auf was ich auch in dem Vortrag ein bisschen raus will, wenn man sich wirklich sexualmedizinisch um ein Problem kümmern will, geht das eben nicht in 5 Minuten mit einem Rezept. Man muss wirklich gucken, gerade diese Präferenzbesonderheit muss man erfragen, dann kann es sein, dass man bei der ersten Sitzung noch gar nicht so weit kommt, dass man zum Kern der Probleme vordringt und eine Sexualanamnese ist wirklich der Grund, die Grundlage von jeder sexualmedizinischen Behandlung. Dann zu den Erektionsstörungen. Das ist die Grafik von der Prävalenz. Ungefähr 19% aller deutschen Männer zwischen 30 und 80 haben eine Erektionsstörung. Die Sichtbarkeit der Impotenz, die ist besonders beschämend in der sexuellen Interaktion. Bei der Appetenzstörung kann man sich ein bisschen verstecken, aber eine fehlende Erektion ist halt sichtbar. Deswegen ist es auch der häufigste Konsultationsanlass und es hat enorme Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl des Mannes, auf die gesamte psychophysische Befindlichkeit. Das Selbstverständnis des Mannes wird im Kern erschüttert und es kommt zu einer starken Angst und Verunsicherung.
Als Erektionsstörung bezeichnet man eine anhaltende oder wiederkehrende Unfähigkeit, eine Erektion, die für eine befriedigende sexuelle Funktion ausreichend ist, zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Das ist die trockene Definition. Und dazu muss eben zwingend erforderlich sein, dass ein Leidensdruck da ist. Sonst ist es, wie wir schon wissen, keine Störung. Das Problem muss über 6 Monate bestehen. Es muss ein Verlangen nach sexueller Aktivität da sein. Und es muss eine ausreichende sexuelle Stimulation vorhanden sein. Wo sich natürlich wieder die Frage stellt, was ist denn eine ausreichende Stimulation? Interessant ist vielleicht, dass bei der Definition von einer Penetration überhaupt keine Rede ist. Es geht nur um eine befriedigende sexuelle Funktion. Wie ist das denn, dass bei der Masturbation funktioniert und bei der Penetration nicht? Ist das auch eine Erektionsstörung? Das ist eine Erektionsstörung, aber wenn es eben bei der Masturbation funktioniert und bei der Penetration nicht, dann ist auf jeden Fall eine organische Ursache ausgeschlossen. Also da muss man gar nicht weiter diagnostizieren, dann geht es um die Psyche oder um die Beziehung oder um die Formen. Dann fangen wir mal bei den psychischen und paarbezogenen Ursachen wieder an. Da gibt es wieder die 3 Bereiche, mal wieder die Versagensangst und den Leistungsdruck. Es wirkt unmittelbar im Hier und Jetzt und ist beeinflusst durch die soziokulturelle Entwicklung. Die sexuellen Mythen, von denen wir vorher gehört haben, spielen eine große Rolle. Als 2. Faktor gelten Lebensereignisse, die in den letzten Monaten oder Jahren vorgekommen sind. Trennungen, auch wieder Arbeitsverlust und die 3. Problematik sind die entwicklungsbedingten Verletzlichkeiten. Die gehen auf länger zurückliegende Lebensereignisse zurück in der Kindheit oder im jugendlichen Alter. Und die spielen eine große Rolle bei den primären, also von Beginn an bestehenden Erektionsstörungen. Auch wieder mal bei den Erektionsstörungen. Auch bei den psychogenen primären und sekundären Erektionsstörungen sind in über 60% Präferenzbesonderheiten mit oder ohne Leidensdruck ein Mitgrund für die Problematik. Dann werden habe ich hier mal die Chronifizierung der Erektionsstörungen aufgelistet. Das ist der Selbstverstärkungsmechanismus. Und dieser Selbstverstärkungsmechanismus tritt unabhängig von der Ursache auf. Also kann sich bei organischen Ursachen und psychischen Ursachen als problematisch erweisen. Man hat hier zum Beispiel die erotische Situation. Dann bleibt die Erektion aus, die Situation wird abgebrochen, es kommt zur Anspannung. Das führt zur Versagensangst und Vermeidungsverhalten. Man wird empfindlicher, verkrampft sich und in der nächsten Situation verstärkt sich das Ganze eben. Zu den psychischen und paarbezogenen Ursachen. Die Sexualität ist natürlich ein Schauplatz für alle möglichen Paarkonflikte, sei es um Status und Dominanz, Intimität und Vertrauen, sexuelle Attraktivität und das sexuelle Verlangen. Und es gibt auch noch die sogenannte sexuelle Kollusion. Sucht sich unbewusst der eine Partner den anderen Partner aufgrund von der Störung aus. Zum Beispiel ein lustloser Partner sucht sich unbewusst einen impotenten Partner und hat dann gar kein Interesse an der Sexualität, etwas zu verbessern.
auch häufiger als gedacht, dass ich solche schwierigen Partnerschaften finde. Artgerechte Partnerschaft hat eine wichtige Schutzfunktion gegenüber sexuellen Störungen. Dann komme ich zu den körperlichen Ursachen für die Erektionsstörungen. Da hatten wir ja schon angesprochen, es gibt aus allen Fachgebieten körperliche Probleme, eben die Pharmakologie. Da sind jetzt eben die Beta-Blocker wichtig, alle möglichen Blutdruckmedikamente, die Psychopharmaka, das Haloperidol war, glaube ich, die Frage. Und natürlich Pharmaka mit endokriner Wirkung. Urologisch, Prostatakarzinom, Behandlung des Prostatakarzinoms, alles, was im kleinen Becken oder im Penisbereich stattfindet. In der Chirurgie, ausgedehnte Darmoperationen, in der Orthopädie, ein chronisches Schmerzsyndrom zum Beispiel. Dann die Neurochirurgie, Neurologie hat viele Möglichkeiten, Erektionsstörungen, also neurologische Erkrankungen haben viele Möglichkeiten, Erektionsstörungen zu verursachen. Dann die Psychiatrie spielt eine große Rolle und die Allgemeinmedizin und innere Medizin auch sehr viel. Das Bluthochdruck, Arteriosklerose, Diabetes, Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen, Lungenerkrankungen, Schlafapnoe. Dann Probleme mit dem Lebensstil wie Übergewicht, Stress und Nikotin. Das alles hat einen körperlichen Einfluss auf die Erektionsfähigkeit. Es ist eben eine Organdiagnostik schon wichtig, zumindest eine Basisdiagnostik. Und da war vorher ja auch die Frage, eben bei der, wenn die Masturbation in Ordnung ist, braucht man wirklich bloß die minimale Organdiagnostik. Weil es eben dann extrem selten, also es kann schon eine organische Mitbeteiligung da sein, aber selten rein organisch bedingt. Dann zu den Therapieoptionen. Da fangen wir auch mal mit den somatischen Optionen an, also mit den körperlichen Optionen. Die meisten werden diese PDE5-Hämmer kennen, orale Medikation, seit Viagra in aller Munde und jetzt auch sehr häufig benutzt. Die sind eigentlich gut einnehmbar. Als Nebenwirkungen können Kopfschmerzen, Sodbrennen, verstopfte Nase, Muskelschmerzen auftreten. Es gibt auch verschiedene Kategorien an Medikamenten. Der eine verträgt das eine besser. Es gibt Tadalafil, Vardenafil und Sildenafil. Die unterscheiden sich durch ihre Wirkdauer in erster Linie. Und da kann man dann schon das raussuchen, was für denjenigen am besten passt. Kontraindikationen sind Nitrate, ein Herzinfarkt, der weniger als 6 Monate zurückliegt, schwere Herzrhythmusstörungen, niedriger Blutdruck, schwerer Leberschaden und ein spezielles Augenleiden, die Retinitis pigmentosa. Man kann die Tabletten bedarfsweise einnehmen, 1 Stunde vor dem Geschlechtsverkehr mindestens, und dann wirken die zwischen 4 und 36 Stunden, je nach Präparat. Die andere Möglichkeit ist die Konstanztherapie mit einer niedrigen Dosierung jeden Tag. Dann ist man völlig unabhängig von der Einnahme der Medikation. Dann gibt es die lokale Pharmakotherapie. Da ist der Vorteil, dass man im Penis eine hohe Wirkstoffkonzentration hat und die Gesamtbelastung, also auch die Nebenwirkungsrate, gering ist. Es gibt die sogenannte Schwellkörper-Autoinjektionstherapie. Als Nebenwirkung kann eine prolongierte Erektion auftreten, im Zeitverlauf auch mal eine Fibrose der Schwellkörper und Schmerzen.
Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Medikamente in die Harnröhre einzuträufeln oder als Pellet einzulegen. Das wird mehr akzeptiert als diese Spritzen in den Schwellkörper, spricht aber weniger an. Also jeder Mensch kann da sein passendes Präparat finden. Und eine weitere Möglichkeit ist die Vakuumpumpe. Dadurch wird ein erektionsähnlicher Zustand herbeigeführt. Ist für manche völlig in Ordnung. Manche mögen es nicht, weil es als unnatürlich empfunden wird. Sehr selten sind Gefäßwiederherstellungsoperationen mit sehr geringen Aussichten, großem Risiko. Wenn man sich sowas und geht auch nur bei speziellen Gefäßproblemen in den Penisarterien, man muss sich das wie eine Bypass-Operation vorstellen. Also das wird sehr, sehr selten gemacht. Als Ultima Ratio kann man noch eine Schwellkörperprothese einbauen. Sollte man aber vorher wirklich ausführlich besprechen, ob das wirklich zwingend nötig wird. Dann gibt es noch die ESWT. Das ist so etwas wie eine Stoßwellentherapie. Ist relativ neu, ist in Israel entwickelt worden und das hat ganz gute Ansprechraten bei gefäßbedingten Erektionsstörungen. Dann der Sexualmediziner möchte natürlich wieder die psychosozialen Therapieoptionen ausschöpfen. Dazu gehört es, die Ängste und die negativen Emotionen zu reduzieren, eine Verbesserung der sexuellen und partnerschaftlichen Beziehungszufriedenheit herzustellen, sich eben syndiastisch zu fokussieren. Das bedeutet, wenn eine Partnerschaft da ist, sich auf die Paarbeziehung zu fokussieren, weg von der isolierten Erektion hin zu einer befriedigenden Beziehung. Ganz wichtig ist da die Erfüllung der biopsychosozialen Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat und die in der Sexualität auch wichtig sind, eben die Bedürfnisse nach Nähe, Akzeptanz und Geborgenheit. Sinnvollst ist, wenn man diese sexualmedizinischen Ansätze mit den somatischen Therapieoptionen kombiniert, weil gerade bei den Erektionsstörungen häufig Mischformen vorhanden sind, dass körperliche und psychische Probleme zusammenwirken. So, dann kommen wir schon zur letzten häufigen Sexualfunktionsstörung, das sind die Orgasmusstörungen. Die sind unterteilt in Ejaculatio praecox, vorzeitiger Orgasmus, und Ejaculatio retarda, retardata oder deficiens, das ist der verzögerte oder ausbleibende Orgasmus. Die Definition ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil der lateinische Name vorzeitiger Samenerguss bedeutet und es geht aber eigentlich um den vorzeitigen Orgasmus oder eben den verzögerten oder ausbleibenden Orgasmus. Wenn der Orgasmus da ist, aber kein Samenerguss stattfindet, kann das nämlich andere Ursachen haben, zum Beispiel eine Prostataoperation ganz klassisch oder Störungen im Samentransport. Und das hat dann eben nichts mit einer Orgasmusproblematik zu tun. Der vorzeitige Orgasmus ist die Unfähigkeit, die Ejakulation so zu kontrollieren, dass der Geschlechtsverkehr für beide Partner befriedigend ist. In schweren Fällen kann sowas auch ohne Erektion auftreten. Und hier ist nochmal dieser sexuelle Reaktionszyklus mit Erregungsphase, Plateauphase, dann die Ejakulationsphase mit nochmal einem Anstieg der Erregungsphase und dann der Erregungsabfall. Und im Unterschied zu diesem normalen Reaktionsablauf steigt die Erregungsphase sehr schnell und sehr stark an.
Die Plateauphase ist sehr kurz, dann wird rasch ejakuliert und der Erregungsabfall ist auch viel steiler als bei der normalen Reaktionskurve. Wichtig ist, dass nicht an sich eine höhere Erregung da ist. Also das ist kein höheres Erregungslevel, sondern eben nur ein rascherer Ablauf. Das ist die häufigste Funktionsstörung des Mannes mit einer Prävalenz von 30%. Und das entscheidende Kennzeichen ist die Unfähigkeit zur Erregungssteuerung und der Kontrollverlust. Man hat also keine Wahl. Oft besteht ein ausgeprägtes sexuelles Interesse und eine leichte Erregbarkeit. Und es ist eben keine besonders hohe sexuelle Erregung, sondern eher eine insgesamte Aufgeregtheit und Anspannung da. Bei einer lebenslang bestehenden vorzeitigen Ejakulation, also einem vorzeitigen Orgasmus, sind organische oder rein organische Ursachen extrem selten. Es kann eine penile Hypersensitivität mit einer Rolle spielen, eine Störung im Bereich der Serotoninrezeptoren im Gehirn wird auch mit verantwortlich gemacht. Es besteht wohl eine familiäre Häufung in ungefähr 30%. Da kann es sein, dass das früher sogar ein Evolutionsvorteil war, weil je länger ein Sexualakt gedauert hat, umso eher sind Nebenbuhler darauf aufmerksam geworden, die dann aggressiv geworden sind. Und der Partner ist auch zunehmend aggressiv geworden. Und so hat man besser überlebt, wenn der Geschlechtsverkehr schnell vorbei war. Deswegen scheint es bei der familiären Häufung so zu sein. Bei der erworbenen vorzeitigen Ejakulation liegt meistens eine Erektionsstörung mit vor. Wenn jemand eine gestörte Erektion hat, kann es eben sein, dass er den Erregungsablauf überhaupt nicht kontrollieren möchte, weil die größere Sorge ist, dass die Erektion bis zum Schluss anhält und er dann eben schaut, so schnell wie möglich. Sehr selten ist eine Prostataentzündung. Beim Alkoholentzug kann ein vorzeitiger Orgasmus auftreten. Noch seltener sind neurologische Erkrankungen. Bei den psychischen und paarbezogenen Ursachen ist die Ursachenforschung sehr unbefriedigend. Am ehesten kann man sich ein kombiniertes psychophysiologisches Modell vorstellen mit Angst und erhöhter Anspannung. Der Erregungsaufbau wird nicht richtig oder nicht ausreichend wahrgenommen. Paarbezogene Ursachen sind hier kaum von Bedeutung, außer bei einer sekundären Störung. Somatisch kann man medikamentös eingreifen mit Duloxetin, das ist ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Ich kenne manche, das Trinity nimmt man wie die PDE5, kann man bedarfsweise, wenn Erektionsstörungen dazukommen, wenn es mit einem PDE5-Hemmer versuchen, wenn eher eine lokale Problematik vorliegt mit einer Hypersensitivität, können Lokalanästhetiker gut helfen. Wenn man einen Partner hat, sollte man nicht isoliert somatisch behandeln, weil die Paardynamik da eine besondere Rolle spielt. Also auch immer den Partner mit einbeziehen. Beim psychosozialen Schwerpunkt der Therapieoptionen gibt es nach der klassischen Sexualtherapie die Start-Stopp-Technik. Da stimuliert der Partner bis zum Aufbau einer sexuellen Erregung und der Patient, sage ich jetzt mal, konzentriert sich ganz auf sich und darauf, dass er seine Erregung und den Anstieg der Erregung wahrnimmt. Und wenn er kurz vor dem Orgasmus ist, dann muss er Stopp sagen, dann hört der Partner die Stimulation auf. Dann soll die Erregung leicht abklingen, aber nicht komplett verschwinden.
dann gibt der Patient wieder ein Startsignal und es geht von neuem los. Das Ganze soll man mindestens 3 bis 4 Mal wiederholen und dann kann man auf eigene Entscheidung zum Orgasmus kommen und dadurch werden Selbstkontrollmechanismen besser etabliert. Die Strategie ist, dass der Patient eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein für den Ablauf seiner Empfindungen bekommt und so seinen Erregungsablauf besser steuern kann. Und die Reflexschwelle wird durch diese Übungen und die Tolerierung zunehmend höherer Erregungsintensitäten angepasst. Dadurch bildet sich ein vermehrtes Kontrollgefühl und es ist aber da auch wichtig, dass ein stabiles Arbeitsbündnis zwischen den Partnern besteht. Dann komme ich noch zuletzt zum gehemmten oder ausbleibenden Orgasmus. Die Ejaculatio retarda, der verzögerte Orgasmus, die Ejaculatio deficiens, der ausbleibende Orgasmus. Das ist die Unfähigkeit oder erhebliche Verzögerung der Ejakulation trotz Wunsch und adäquater Stimulation. Auch da wieder die Frage, was ist denn eine adäquate Stimulation? Und es gibt da extrem wenig Forschung. Es gibt schon bei dem vorzeitigen Orgasmus wenig Forschungen und wenig valide Studien und noch weniger beim ausbleibenden Orgasmus. Als psychische Ursachen werden herangezogen Angst vor Kontrollverlust, Erfolgsdruck, starke Selbstbeobachtung, Mangel an effektiver sexueller Stimulation, die Spezifität der Stimulationstechnik bei der Masturbation, auch wieder mal die Präferenzbesonderheiten, die Fantasieebene, eventuell verborgene Wut und Feindseligkeit gegenüber dem Partner oder sexuelle Traumatisierungen. An organischen Ursachen, besonders bei generalisierter Orgasmushemmung, sind auch Altersvorgänge mit beteiligt, Tumore, Trauma und Operationsfolgen, neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Alkoholismus, Arzneimittelnebenwirkungen, Beruhigungsmittel, Neuroleptika, Antidepressiva und Schmerzmittel. Es kann auch zu einem Ejakulationsschmerz aufgrund von einem Beckenbodenschmerzsyndrom oder perineale, penile Muskelspasmen kommen. Urogenitale Entzündungen spielen auch eine Rolle. An Therapieoptionen gibt es aus der Somatik eben die Ursachenbehandlung der Grunderkrankung. Es existiert kein zugelassenes Medikament, mit dem man einen verzögerten Orgasmus behandeln kann. Es gibt Alpha-1-Rezeptor-Antagonisten. Das ist eigentlich ein blutdruckerhöhendes Medikament. Da kann man das mal probieren. Es ist aber nicht zugelassen. Und beim psychosozialen Therapieschwerpunkt kann man eine klassische Sexualtherapie machen. Man kann sich vorsichtig an den Orgasmus rantasten, eben schauen, wann und wo funktioniert der Orgasmus und diese Situation, in der man zum Orgasmus kommt, dann langsam ausweiten, dass man in einer anderen Situation auch zum Orgasmus kommt. Also da hatte ich zum Beispiel mal einen Fall, da durfte der Partner bzw. die Partnerin zunächst gar nicht im Raum sein. Also da ging schon bei der Erektionsstörung los. Das ging nur, wenn die Partner aus dem Zimmer gegangen war und auch nicht im Nebenzimmer war, sondern wirklich draußen. Und dann ging es halt langsam, durfte sie bis in den Flur, dann durfte die Tür offen sein. Und so hat sich das dann entwickelt mit der Zeit. Und die Take-Home-Message von mir ist, dass der Mensch ein biopsychosoziales Wesen ist. Also man darf nie isoliert die physiologische oder die psychische oder die sozialen Faktoren sehen, sondern das wirkt alles immer zusammen. Man sollte sich nicht nur auf das pure Funktionieren beziehen und ein
verändertes Verständnis von diesen sexuellen Funktionen und dem Funktionieren wäre schon sinnvoll. Das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite und dann können wir ja noch weiter diskutieren, wenn noch Fragen bestehen. So, vielen Dank. War sehr ausführlich. Jetzt denke ich mal, dass da aber doch trotz der Ausführlichkeit die eine oder andere Frage hier noch stimmt. Also bei mir sind auch, ja, und dann geht's schon los. Ich habe eine Frage zu dieser Referenzstörung. Wann entwickeln Sie das Wort mit der beginnenden Sexualität entstehen? Oder kann das später passieren und wann kriegt es zu entstehen? Also meistens entwickelt sich in der Pubertät mit der beginnenden Aufnahme sexueller Beziehungen. Man ist sich oft dessen nicht bewusst, das kann sich aber auch später noch im Lebensverlauf herausentwickeln. Jetzt wirkliche Präferenzstörungen, das muss man eben abgrenzen, die sind schon sehr, sehr früh begründet oder durch irgendeinen Anlass zustande gekommen. Und Störungen bezeichnet man das halt wirklich erst, wenn da ein starker Leidensdruck da ist oder wenn andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Klassische Präferenzstörung ist eine Pädophilie. Eine Präferenzbesonderheit ist, die eben noch nicht krankheitswertig ist, ist, wenn man halt junge Männer gut findet. Oder eben so ein schlankes, knabenhaftes Bild, das muss noch nicht heißen, dass es irgendeine Störung ist. Man steht halt dann eher auf sowas als auf den älteren Herrn. Also keine Präferenzbesonderheit heißt dann, wie sind Sie egal, wie der Partner aussieht? Oder? Ja, oder was? Es ist völlig wurscht, welche Situation da ist. Manche Besonderheiten sind ja auch einfach nur eben diese, dass einen die Vorstellung, dass der Installateur an der Tür klingelt, dass man, wenn man sich das in der Fantasie vorstellt und da besonderen Spaß dran hat und merkt, eigentlich stelle ich mir das immer bei der Masturbation vor und nicht auch mal, dass der Dachdecker klingelt, sondern es muss der Installateur sein, dann ist das eben eine Präferenzbesonderheit, stört aber keinen. Und in der Fantasie ist sowieso viel möglich. Passiert eine Erektionsstörung bei der Einnahme von Poppers? Passiert es rein auf chemische Art oder ist es auch typisch? Die Störung, wenn man Poppers benutzt, ist das nicht eigentlich ein Medikament, mit dem man die Erektion verbessert? Also mag sein, aber zum Beispiel bei mir ist es so, dass es das die Erektion eher verhindert. Bis zum Nullpunkt. Weil das ist ja eine. Zu viel gezogen. Also rein organisch. Kann ich mir rein organisch vorstellen, es erweitert ja die Gefäße eigentlich ganz gut, aber wenn vielleicht schon eine leichte Gefäßproblematik da ist oder dann eben der Druck in den Gefäßen zu niedrig ist, dann kann es eben eher eine Störung produzieren. Schickt es immer so mit Klienten, mit manchen erleben das, was dann beim Opa sozusagen psychisch passiert, auch wie so eine Ablenkung. Die konzentrieren sich sozusagen zu sehr auf diese Wirkung, dass dann sozusagen sie also zu stark abgelenkt werden und das dann eigentlich gar nicht mehr sexuell ist. Das ist oft auch eine Problematik bei den PDE5-Hämmern, dass die Männer die einnehmen und dann da sitzen mit der Stoppuhr, wann wirkt es jetzt? Wirkt schon und überhaupt nicht zu einer Erregung kommen, weil sie ständig schauen, wirkt es jetzt? Und dann auch kommt die Persönlichkeitsstruktur an. Letzte Woche war einer da, der übt mit Viagra
zu verschiedenen Uhrzeiten mit der Stoppuhr natürlich schwierig dann im realen sexuellen Ablauf. Ich habe mich eh gewundert, dass bei dem ganzen Vortrag, ich weiß nicht, ob ich es mal so gesehen habe, aber also mir kam so vor, als ob das Wort Leistungsdruck nur ein einziges Mal vorkam. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil mir scheint es für manche Phänomene so zentral zu sein. Ja. Also, und halt einfach auch sehr, sehr typisch für uns Männer. Ja. Dass, also ich meine, wir haben natürlich das Pech, dass sowohl Erregung als auch dann Orgasmus, Schrägstrich, Ejakulation sichtbar ist. Ja. Das heißt, das ist sozusagen, das läuft natürlich nicht immer pura publico und sozusagen das Gegenüber sieht, kann die Erregung vielleicht leichter und besser sehen, als es vielleicht bei Frauen dann der Fall wäre. Ja. Vielleicht mag das ja dann eine Rolle spielen, aber also Leistungsdruck können müssen, Lust haben müssten, kommen müssen, das ist natürlich ganz zentral. Ja, und also ich hoffe, dass es jetzt nicht so rübergekommen ist. Also ich dachte, ich hätte es häufiger erwähnt, es ist nämlich wirklich so ein zentraler Faktor, diese ganze Hinwendung eben zu der reinen Funktion, was auch schon wieder, das muss funktionieren, sonst ist alles andere sinnlos. Da sollte man eigentlich wegkommen, auch eben dieses Sichtbare, auch beim Samenerguss, man sieht das, es ist eine Defizienz, die gesehen wird, da ist Scham da und durch noch mehr Leistungsdruck verschlechtert das alles eben die Situation eher, als dass es irgendwas verbessert. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zeit eine Rolle spielt, zumindest bei mir, wenn kein Zeitdruck da ist, wenn wir uns sehr viel Zeit lassen, wenn sonst keine äußeren Einflüsse da sind, wenn Ruhe da ist, wenn alles vorhanden ist, dann nimmt eine Sexualstörung ab, dann ist es schwieriger, dann ist aber ich auch ein ganz wichtiger Faktor, denn dieses, ja, jetzt muss ich innerhalb von 15 Minuten oder dieser Zeitdruck, ist dann, hatte ich früher manchmal, jetzt dann ist es gar nicht mehr genug. Und das ist eben ganz wichtig. Zeitdruck ist ja auch ein Druck. Und ein Druck bei einer Erektion oder bei einer sexuellen Aktivität, das gehört einfach nicht zusammen. Also wenn man jetzt zwingend da nur 10 Minuten hat, muss es denn dann sein? Wieder die nächste Frage. Und Druck in jeglicher Form ist halt nicht günstig. Und gerade wir hatten das gesehen, wenn die Störanfälligkeit der sexuellen Funktion im Alter halt doch zunehmend ist, dann ist da Zeitdruck natürlich ein großer Störfaktor. Wir haben das Alter gerade gesprochen, eine Ergänzung. Ist das, wenn man Brustverband verliert ist, was passiert? Ist ein Orgasmus möglich? Eine radikale Prostataoperation? Ja. Oder ja. Also ein Orgasmus? Na, also die Prostata kann radikal nervsparend oder nicht nervsparend operiert werden. Man versucht es heutzutage meistens nervsparend. Die Nerven, die Erektion betreffen, verlaufen an der Kapsel der Prostata. Man versucht, die Nerven zu erhalten. Das gelingt manchmal nicht. Und ein Orgasmus ist möglich. Allerdings keine Ejakulation. Und manchmal hat man eben Probleme oder Erektionsprobleme sind häufig, aber das ändert nichts daran, dass das Orgasmusempfinden weiter stattfinden kann. Weil das über andere Nervenbahnen. Was ich bei vielen Männern erlebe, ist, dass das Thema, das hast du ja auch schon gesagt, aber um es nochmal zu erwähnen, dass das Thema Testosteron ein sehr sensibles ist und ich erlebe da eine sehr, sehr hohe Bereitschaft,
oder wenn irgendwas nicht stimmt, dann ist immer die Frage, naja, vielleicht stimmt ja was mit meinem Testosteron nicht und ich lasse den mal checken. Oder Sie besorgen sich aus verschiedenen Quellen, besorgen Sie sich dann irgendwie ein Testogel, was Sie da täglich draufschmieren, obwohl kein Arzt es sozusagen Ihnen wirklich empfohlen hat. Also da scheint wirklich so eine Vorstellung zu sein, das ist so ein Schuss extra Männlichkeit, was ich mir von außen zufüge und das ist dann alles. Und das ist auch das typisch Männliche, zu schauen, dass man das irgendwie mechanistisch erklärt bekommt. Es ist eben nicht die Depression oder die Trauer um die verlorene Arbeit, die darf es nicht sein, oder dass man mal schlecht drauf ist. Das darf nicht zugegeben werden. Man möchte einen niedrigen Testosteronspiegel haben. Manchmal schon, und manche sind ja unglücklich, wenn dann der Testosteronspiegel in Ordnung ist, weil dann hätten sie endlich ein organisch fassbares Korrelat. So, und jetzt bekomme ich mein Testosteron und alles wird gut. Und dann wird halt nicht alles gut, weil die Grundproblematik, dass man sich mit dem Partner nicht mehr verträgt oder sonst irgendein Konflikt da ist, bleibt ja noch mit und ohne Testosteronsubstitution. Ich stelle mir das eine anspruchsvolle Aufgabe für die urologische Praxis vor. Ja, das ist, also ich habe ja die Zusatzbezeichnung Sexualmedizin gemacht, weil ich mich in der urologischen Praxis nicht gut gefühlt habe, in dieser kurzen Zeit, in den 5 Minuten, alles ebenso genau abzuklären. Das geht nicht in den 5 Minuten. Da kommt ein Mann, sagt, ich habe Libidomangel, gib mir Testosteron. Und man hat nur 5 Minuten Zeit, mit dem Patienten zu überlegen, ist es denn, was haben Sie denn überhaupt für ein Problem? Was ist denn für eine Therapie jetzt sinnvoll? Und ich finde es eben auch wichtig, dass ein Somatiker diese ganzen sexualmedizinischen Fragestellungen zumindest kennt und dann mal darauf hinweisen kann oder die Ohren spitzt, ach, das ist jetzt ein situatives Problem, der masturbiert zum Beispiel völlig ungestört und hat jetzt auf einmal ein Problem. Ist das denn wirklich was Körperliches, dass man ein bisschen von der Somatik weggeht? Es geht schnell, mal eine Tablette aufzuschreiben, aber es ist wichtig, auch mal die Psyche und das Soziale mit zu beleuchten, weil es immer mit einer Rolle spielt. Kann denn die Ursache von Prostatakrebs in der Mangel der sexuellen Bewegung? Es gibt keine Studien, es ist nichts bewiesen. Es heißt, häufige Samenergüsse verbessern die Gesundheit der Prostata insgesamt. Ja, weil das die Nerven beeinträchtigt, das kann Probleme mit der Prostata mitbedingen, eine muskuläre Dysbalance auslösen. Man sollte immer schauen, dass man einen vernünftigen Sattel hat, sich den eventuell individuell anpassen lässt. Das gibt es ja heutzutage mit dem Beckenwinkel. Also ich bin kein Fahrradfahrer, aber man kann da passende Sättel finden, dass man gut lange Fahrrad fahren kann. Kann Taubheitsgefühl verursachen, Potenzprobleme in dem Moment, ist reversibel, aber unangenehm. Was gar nicht wirklich zur Sprache kam, ist das Thema Asexualität, weil es nicht sozusagen in dieses Themengebiet passt. Mhm. Das heißt, ist Asexualität eine große Appetenzstörung oder ist es ganz was anderes? Das würde ich jetzt als Sonderposten sehen. Ist ja auch noch die Frage, ob es eine sexuelle Störung ist. Auch wieder ist ein Leidensdruck da. Ich würde das eher, also es ist keine Funktionsstörung. Und was ich auch noch erlebe, das ist aber sicherlich, das gehört sicherlich zu diesen situativen Dingen, aber was mir schon relativ häufig erscheint, und ich erlebe das interessanterweise bei schwulen Paaren häufiger als bei heteropaaren, auch in der Literatur betrachtet wird,
ist die Trennung von Sex und Liebe. Mhm. Dass es für manche Männer schwierig ist, in Situationen, wo ich tief emotional für den Partner empfinde, die Sexualität aufrechtzuerhalten. Mhm. Dass die Sexualität mit Partnern, also mit Gelegenheitspartnern, mit Partnern, die mir eben nicht am Herz liegen, dass die da gut funktionieren oder oft dann sogar umso besser, je unbekannter der Partner ist. Und je näher mir der Partner ist, umso schwieriger oder unmöglicher wird Sexualität. Mhm. Und da wird sozusagen, um den Partner zu schonen, natürlich dann gern auch irgendwie so ein Etikett hingehängt, wie halt allgemeine Asexualität. Ja, ja. Das finde ich ist natürlich auch eine schwierige Herausforderung. Ja, eben. Also da ist bei Heterosexuellen andersrum, aber auch gerne da kommen zum Beispiel viele junge heterosexuelle Männer, die mit One-Night-Stands völlig problemlos Sex hatten, Masturbation sowieso, und in dem Moment, wo es ernst wird, wo Liebe, Beziehung im Spiel ist, dann eben Erektionsstörungen haben. Und die kommen natürlich nicht nach einem halben Jahr, wie man es hier eigentlich aufgeschrieben hat, sondern die kommen nach 3 Tagen schon, um Gottes Willen. Und da ist es wirklich wichtig, da mal sexualmedizinisch eben eine Sexualanamnese zu machen. Woher könnte das denn kommen? Und da eben gemeinschaftlich dran zu gehen. Und da ist es auch wichtig, den Partner einzubeziehen und eben eine gemeinsame Form der Sexualität zu finden. Vielleicht kann man sich ja einigen auf die gemeinsamen Wünsche und dann auf das Außenleben. Das ist ja auch möglich. Ich glaube noch, ob die Frage ist, dann muss ich mal ganz kurz, ob jetzt noch eine Frage im Kommentar ist. Schaut nicht so aus. Also eine habe ich noch im Kommentar, die möchte ich gerne so ein bisschen an den Schluss tun. Da geht es nämlich darum, wie man zu therapeutischen Möglichkeiten kommt. Aber vielleicht eine andere Frage noch, muss ich hier irgendwie dazwischen hin. Genau. Was ja seit 10 Jahren oder 15 Jahren ja zunehmend in der Gesellschaft wichtig ist, ist Pornografiekonsum. Mhm. Das erlebe ich auch als oft hilfreich, aber halt nicht immer. Mhm. Und wir haben auch natürlich hier die Anzahl der Klienten, die zu uns kommen, die sich selber als Online- oder Pornografie-süchtig bezeichnen und erleben, steigt. Mhm. Und das hat natürlich auch große Auswirkungen auf das sexuelle Geschehen. Manchmal treibt sozusagen die reale Sexualität an und manchmal verhindert sie die Sexualität, weil die Männer sich mit eben diesem unrealistischen Ideal der pornografischen Übermänner dann irgendwie vergleichen und daran scheitern. Eben. Also es ist ein großes Problem, kann alle möglichen Auswirkungen haben. Ich bin gerade eben wieder bei den ganz jungen Männern, die noch nie einen Partner hatten, einen echten, realen, die ihr erstes Mal schon mit der Internetpornografie hatten. Da kann man sich auch ja alle Formen von Pornografie ansehen und kann dann womöglich auch eine Präferenzbesonderheit finden. Erstmal aus Langeweile, dann schaut man weit auf eigentlich das. Dann masturbiert man. Man kennt sich selbst am besten, weiß genau, wie man stimulieren muss, um dann möglichst schnell zum Erfolg zu kommen, weil eben vielleicht nur 10 Minuten Mittagspause sind. Und dann kommt eine reale Partnerschaft mit einem realen Menschen, der kriegt das nie so hin wie im Porno. Und dann ist die Enttäuschung groß und da muss man auch erst wieder die Realität ein bisschen Einzug halten lassen. Dann vielleicht noch eine Frage, gehört auch natürlich zu der Gruppe der immer älter werdenden Männer. Und man merkt natürlich dann auch schon im Alter, dass das sexuelle Erleben und auch natürlich so die Funktionsfähigkeit, dass da schon Änderungen drin sind. Mhm. Aber jetzt ist so die Frage, was gibt es denn sozusagen für
Tipps und Tricks, klingt das vielleicht banal, aber wie halte ich meine sexuelle Funktion gesund? Thema Beckenbodentraining, keine Ahnung. Was wäre empfehlenswert jenseits von Medikamenten und sexualmedizinischen Interventionen? Ja. Wie kann ich schauen, dass ich mich, meinen Körper und meine Sexualität gesund, funktionsfähig erhalte und dann einigermaßen guten Kontakt zu haben? Das ist jetzt wieder der klassisch männliche Fragestellungstyp. Was kann man denn machen? Ich mache jetzt die und die Übungen, dann wird alles gut. Natürlich kann man Beckenbodenübungen machen, muss aber nicht. Wenn man sich einigermaßen körperlich fit hält, sich in Maßen normal ernährt, wenn man Spaß am Leben hat, Spaß am Sex hat, ist eigentlich dieses Use it or lose it der Klassiker, den wir überall empfehlen. Einfach sexuell interessiert bleiben und wenn manche Sachen nicht mehr so gut funktionieren, was anderes ausprobieren, schauen, was noch funktioniert, ressourcenorientiert schauen und dranbleiben, aber eben nicht verkrampft. Ich würde das gerne ergänzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich ins Fitnessstudio gehe, je mehr ich Muskelerhaltung in meinem Alter, eher Muskelerhaltung statt Muskelaufbau mache, aber je mehr ich meinen Körper spüre, die Muskeln, desto mehr habe ich Verlangen nach Sex und desto mehr macht auch Sexualität Spaß. Körperlich. Bei mir ganz, da habe ich festgestellt, ganz enger zusammen. Körperliches Training erhöht auch den Testosteronspiegel. Deswegen beweglich bleiben. Man muss da nur aufpassen, dass eine körperliche Überanstrengung, also dass man gar nicht mehr zum Schnaufen kommt im Fitnessstudio, das Fitnessstudio, das senkt wieder eher den Testosteronspiegel. Also immer in Maßen Fitness. Völlig sinnvoll, aber nicht übertreiben, das ist eher kontraproduktiv. Und sind die Frauen jetzt völlig aus dem Schneider, die machen alles richtig? Ich habe mich so bemüht, hier kein einziges Mal Vagina zu sagen. Nee, natürlich nicht. Also die haben schon auch Probleme und auch eben bei heterosexuellen Paaren hapert es. Oft. Also, ja, und aber was könnten wir Männer auch von den Frauen lernen? Also ich denke, irgendwas machen wir wahrscheinlich auch wichtiger, als sie das machen. Vielleicht, dass die meistens eher bereit sind, psychische Ursachen anzuerkennen, nicht so eine mechanistische Sichtweise auf die Funktion Sexualität haben. Eventuell die Emotionen besser zulassen können. Das wäre vielleicht der Vorteil. Ja, und dann jetzt noch die Frage, was macht man, wenn man eine Sexualtherapie haben möchte oder wenn man ein sexualmedizinisches Angebot haben möchte und in München wohnt? Da ist das Sub natürlich schon mal eine gute Anlaufstelle, weil wir natürlich eine Empfehlungsliste haben für SexualtherapeutInnen und eben auch so ein bisschen für sexualmedizinische Angebote. Man muss dann natürlich immer im Einzelfall wirklich schauen, was braucht die Person. Also so Clearing-Gespräche können wir schon machen. So richtig große Zentren für Sexualtherapie, Sexualmedizin gibt es ja in München, glaube ich, nicht. Nee, und in Bayern auch nicht. Nein, Bayern ist so ziemliches Brachland. In Berlin, die Charité hat ein sehr großes Angebot. Da habe ich auch mit der Ausbildung angefangen. Von München aus große Klinik, also eher noch Salzburg, in Ost, im Nordosten gibt es Stralsund. Ich würde empfehlen, also ich bin Mitglied in der DGSMBT. TW, Entschuldigung, Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualwissenschaft und Sexualtherapie. Und da gibt es eine Behandlerliste nach Postleitzahlen geordnet und nach Schwerpunkten, was die denn anbieten. Und da kann man sich im Großraum München einiges aussuchen.
Ja. Mein Fragenkatalog ist zu Ende. Wie auch über befriedigte Gesichter. Ich frage das mal so. So leicht. Ja, so leicht geht es ja. Wir haben ein gutes und anspruchsloses Publikum, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest leicht zu befriedigen. Aber natürlich gibt es zwei Fragen. Erstmal natürlich vielen Dank für den wunderbaren Abend und für den Einblick in das, was alles schief gehen kann und dagegen getan werden kann. Die Männerakademie geht natürlich weiter. Wir haben ein ganz anderes, aber auch spannendes Thema im Februar, und zwar am Dienstag, den 14. Februar, Valentinstag. Also wer am Valentinstag nicht mit seinem oder seiner Liebsten essen gehen möchte, kann sich über Rassismus in der queeren Community hier bei uns informieren mit einem spannenden Referenten, einer Person of Color, Naim Balikablayan, ist Referent und ist sehr spannend. Ich habe ihn schon mal gehört. Also das lohnt sich wirklich. Thema Rassismus ist natürlich ein schwerer Brocken, aber er weiß das wirklich sehr interessant und vor allem auch mit einem sehr queeren Blick darzulegen. Und für all diejenigen, die mit dem Thema Männlichkeit und Männlichkeiten noch mehr machen wollen, ich habe die Flyer von dem nächsten Männerpalaver, was am kommenden Montag beginnt, neben die Tür gelegt. Das Thema ist eben Männlichkeiten, was wirklich sehr schön ist. Und das beginnt mit einem Klassiker, der Soldat im Manne, passt natürlich bedauerlicherweise vielleicht auch politisch zur Zeit, und geht an 7 Montagabenden über verschiedene Schattierungen des Themas Männlichkeit. Und das ist das Palaver ist eine Diskussions- und Austauschforum von Männern jeder Couleur, also schwule, hetero, queere Männer, findet in der Evangelischen Stadtakademie statt und ist eine Kooperationsveranstaltung von SUB, dem München Informationszentrum für Männer, und der Evangelischen Stadtakademie. Wie gesagt, wenn ihr euch für das Thema Männlichkeit mehr interessiert und für den Austausch mit anderen Männern mehr interessiert, greift euch einen Flyer und überlegt euch das. Ansonsten schön, dass ihr da wart. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Schön, dass ihr im Stream zugeschaut habt. Und den Stream gibt es, wie gesagt, auch weiterhin anzuschauen auf Facebook und ab hoffentlich morgen auf dem YouTube-Kanal vom SUB. Ansonsten bleibt gesund, habt noch einen schönen Abend. Wir können hier noch im SUB bleiben und feiern oder vielleicht noch die eine oder andere Frage an unsere Expertin loswerden. Ansonsten bedanke ich mich für den guten Abend und euch alles Gute. Danke.